Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 40 Jahren haben wir alle nach Prag geguckt. Da war die Charta 77 aktiv und entstanden. Und der spätere Präsident Václav Havel hat einen Satz geprägt, mit dem ich meinen kleinen Beitrag hier eröffnen will. Nämlich, er hat gesagt, der Nachteil der Demokratie ist, dass sie denjenigen, die es ehrlich mit ihr meinen, die Hände bindet. Aber denen, die es nicht ehrlich meinen, ermöglicht sie fast alles. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich wichtige und ernste Erkenntnis, mit der wir uns natürlich im Moment an vielen Stellen politisch herumschlagen, nicht nur im Zusammenhang mit Fake News. Und dieses neuenglische Wort Fake News bezeichnet natürlich etwas, was es schon immer gegeben hat, nämlich letztlich den Versuch zu manipulieren und zu betrügen. Man kann das heute mit neuen Begriffen belegen, aber letztlich ist das natürlich alles nichts Neues. Wenn man so will, war schon das trojanische Pferd eine Art Fake News. Die Debatte, die wir mit dem Antrag jetzt zu führen haben, hat mich insofern nachdenklich gemacht, weil Sie von Begriffen sprechen, von der Piratenfraktion, die wir bei ganz anderen Gruppierungen ja auch wiederfinden. Sie haben das eben auch getan, Herr Kollege Kern. Sie haben zum Beispiel den Begriff Mainstream-Medien benutzt. Das ist ja auch schon ein Begriff, der letztlich versucht, in despektierlicher Form das, was wir bisher allgemein als öffentlich-rechtlichen Rundfunk, als das, was also wichtig für uns alle und verbindlich erschien in dem, was es so zu melden hat, wahrgenommen haben, dass das also zunehmend in ein Licht gerückt wird, wo man eben sagt, das sind so diese fiesen Mainstream-Medien. Also das, was auch lügt und betrügt. Und das ist zum Beispiel der Beginn, glaube ich, von dem, was Sie dann auch selbst formulieren. Und dann hat man das Gefühl, da dreht sich das so im Kreis. Der Vertrauensverlust, der damit verbunden ist, der natürlich, für meinen Begriff jedenfalls, was damit zu tun hat, dass man diese Medien von vornherein so bezeichnet. Und wenn Sie dann im gleichen Atemzug fordern, wir wollen aber Qualitätsjournalismus, und wir dann zum Beispiel sagen, aber der findet doch nur, wenn überhaupt, da noch genau statt, dann müssten wir uns irgendwann mal verständigen, ob jetzt die bösen, verleumderischen Mainstream-Medien schuld sind am Vertrauensverlust, den die Gesellschaft erleidet, oder ob es möglicherweise genau die Stellen sind, auf die wir setzen müssen, wenn wir von Qualitätsjournalismus und davon sprechen wollen, dass möglichst nah an dem, was man herausfinden kann, was dann am Ende die Wahrheit ist, hier recherchiert und berichtet wird. Ich jedenfalls erkenne in den Angeboten, gerade unserer öffentlich-rechtlichen Sender, einen ausgesprochenen Gewinn jeden Tag, wenn ich Radio höre oder auch bestimmte Fernsehsendungen sehen darf, wo ich sehr genau informiert werde über das, was uns alle beschäftigt und wo ich nicht den Eindruck habe, und das ist der entscheidende Punkt, den der Unterschied macht, dass hier bewusst, das heißt, was das Wort Fake ja unterstellt, bewusst mit Fälschungen gearbeitet wird, um etwas zu organisieren. Natürlich gibt es Fehler auch in dem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet. Darüber wird viel diskutiert, auch in den Aufsichtsgremien, wenn es solche Fehler gibt. Aber im Prinzip ist da niemand, der versucht, dauernd mit falschen Unterstellungen Leute in bestimmte Ecken zu treiben, womöglich zu diskriminieren oder Ähnliches. Genau das findet da nicht statt. Und deshalb ist der Schand- oder Schimpfbegriff Mainstream-Medien leider Gottes ein AfD-Sprech. Man sollte ihn eben nicht verwenden. Ist nicht von ungefähr, dass Stefan Körner, der Bundesvorsitzende der Piraten, großes Lob erfahren hat, als er eine Anti-Hate-Speech-Kampagne der Bundesregierung angedacht, schon im letzten Sommer, im 12. August dann in der Jungen Freiheit dafür gelobt wurde. Stefan Körner, der Bundesvorsitzende der Piraten, dass er da also nun ordentlich draufgestiegen ist und das kritisiert hat. Ich glaube, man muss unheimlich aufpassen, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, an welchen Stellen man mit wem womöglich ungewollt aneckt, und das sollten wir, meine ich, vermeiden. Die Frage, wie wir mit den Inhalten im Internet umgehen, ist hochkomplex. Damit beschäftigen sich auch nicht nur die Piraten, seit es sie erst gibt. Wir haben schon in viel früherer Zeit über diese Themen intensiv diskutiert. Ich erinnere mich an ein grünes Diskussionspapier aus dem Jahre 2003, Freiheit, Ordnung und das World Wide Web, wo wir über die Frage diskutiert haben, wenn das Internet kein rechtsfreier Raum ist, was folgt dann daraus und was genau muss man dann damit anfangen? Insofern also ist die Diskussion über die Fake News erstens überhaupt nichts Neues.
Zweitens glaube ich, dass wir sie nicht überhöhen dürfen. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass einfach sich viele Leute auf vielen Plattformen äußern können. Es heißt aber nicht, dass all das, was da erzählt wird, automatisch richtig ist. Das ist sonst im Leben ja auch nicht so. Und ich glaube nicht, dass wir dem beikommen, indem wir irgendeinen Zensurversuch machen. Ich glaube, da sind wir auch beieinander. Sondern ich glaube, dass wir dem beikommen, wenn wir vertrauen darauf, dass das, was wir als Qualitätsjournalismus haben und gerade in Deutschland stolz darauf sein können, dass wir eine so breite und gute Berichterstattung in fast allen Medien immer noch vorfinden, die sich versucht, an dem zu orientieren, was die erlebte Wahrheit ist, und dass wir dieses sozusagen miteinander teilen, daran das unterstützen müssen, auch politisch weiterhin, und dass es nicht darum gehen kann, es in Form Ihres Antrags zu bearbeiten, der aus meiner Sicht auch praktisch zu spät kommt, weil Sie die Landesregierung zu Dingen auffordern, die sie jedenfalls in dieser Legislatur nicht mehr leisten kann, aber wenn ich es richtig verstanden habe, bisher auch nicht leisten will. Ja. Vielen Dank. Herr Kollege Kramer, Sie können jetzt noch ein bisschen länger reden, denn es liegt eine Kurzintervention vor. Eine Kurzintervention? Na, dann intervenieren Sie mal. Von daher geht das jetzt ja weiter und ich gebe dem Herrn Kollegen Kern das Wort. Ja, Herr Kern, bitte. Der muss sich jetzt noch eben eindrücken. Der sitzt jetzt auf dem Platz von Herrn, ach, Herrn Paul inzwischen. Ja. Eben wurde mir Kern gesagt. Hm. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Herr Keimes, ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass wenn Sie den Begriff Mainstream so verwenden, wie Sie ihn gerade verwendet haben, sich damit vielleicht unbewusst der AfD-Logik unterwerfen. Denn Mainstream meint im Prinzip Quotenrenner und auflagenstärkste Zeitung. Da gehört die FAZ genauso dazu wie die TAZ, die Zeit und andere. Und in der Scientific Community gibt es Mainstream-Überzeugungen, wie beispielsweise in der Physik, wo man an den Urknall glaubt. Es gibt ein Fünftel der Physiker, die sehen das anders. Die sind nicht Mainstream und trotzdem verträgt man sich. Die sind Underground. Das sind die beiden Pole. Mainstream ist per se kein despektierlicher Begriff. Und auf der anderen Seite würde ich Sie gerne noch darum bitten, dem Herrn Stein den Unterschied zwischen Social Bot und Fake News zu erklären. Weil ich glaube, da ist was völlig durcheinander gegangen. Danke. Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Dr. Paul, also in der Begriffsdefinition zu Mainstream stimmen wir völlig überein. Ich bin auch der Meinung, dass der Begriff Mainstream an sich nicht das Entscheidende ist. Der pejorative Unterton, der da reinkommt, kommt dann rein, wenn man von Mainstream-Medien spricht. Wenn man also sozusagen das damit verbindet und in einem gewissen Weise zum Ausdruck bringt, das, was die berichten, und das macht eben die AfD unter anderem, das ist sozusagen nicht glaubwürdig, weil es ja von dieser Art Medien, nämlich von den Mainstream-Medien kommt. Das habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen und habe Herrn Kern zitiert, der diesen Begriff ja völlig selbstverständlich gebraucht hat, weil er eben in Gebrauch ist, aber ich halte das für ungut. Und zum Zweiten, was Sie Herrn Stein noch erklären müssen, weil er mal Ihrer Fraktion angehört hat, müssen Sie selber entscheiden. Lassen Sie mich da einfach raus aus der Geschichte. Dazu habe ich jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen. Wir lehnen den Antrag ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege.